In diesem Video zeige ich dir, welche Funktionen der Bereich Veranstaltungen hat. In erster Linie sollen die Veranstaltungen eine Übersicht bieten über alle relevanten und wichtigen Events, Termine in der Integrationsarbeit. Du kannst dich hier informieren. Wenn du auf Weiterlesen klickst, siehst du weitere Informationen und kannst außerdem die Veranstaltung in deinen Kalender eintragen. Dazu gibst du hier deinen Vornamen ein, klickst auf Weiter, kannst hier jetzt deinen Kalender auswählen, klickst auf Fertig. Danach wird eine Datei heruntergeladen, die du öffnen kannst. Damit wird die Veranstaltung in den Kalender eingetragen. Außerdem kannst du die Veranstaltungen durchsuchen, hier oben, oder auch filtern nach Veranstaltungsart oder nach einem bestimmten Datum oder Zeitraum. Zudem kannst du auch selbst Veranstaltungen eintragen. Klickst dafür auf diesen Button und danach auf Neue Veranstaltungen. Hier kannst du jetzt alle Daten eingeben, Name, Datum, Zeit. Zum Datum gebe ich den Hinweis, dass man entweder einen Zeitraum angeben kann durch einmal klicken oder einen Tag durch einen Doppelklick. Außerdem ist es möglich, auch eine wiederkehrende Veranstaltung, wie zum Beispiel zweiwöchentliche Termine, einzugeben. Also hier auf wöchentlich und dann auf zwei beispielsweise. Und weiter unten kann man ebenso noch weitere Informationen einspeichern. Eine spezielle Regelung gibt es, die ich kurz erkläre, damit es gut möglich ist, dass viele Personen die Veranstaltung in den Kalender eintragen, ist es notwendig, hier eine höhere Zahl einzutragen, zum Beispiel 200. Wenn man noch einmal klickt, erscheinen diese Felder. Hier bitte ich nochmal darum, das obere Feld abzuwählen. Ich belasse das einfach bei dieser Erklärung. Es ist eine technische Gegebenheit, damit das Einspeichern funktioniert. Wenn alles eingetragen ist, nicht vergessen, auf Speichern zu klicken. Außerdem ist es möglich, die Veranstaltung zu ändern, sobald man eine veröffentlicht hat. Dazu nochmal hier auf Veranstaltung eintragen klicken, die eigene Veranstaltung suchen. Dazu muss man meistens hier nochmal das Datum oder den Zeitraum eingeben. Und dann kann man auf diesen Stift hier klicken und noch einmal Informationen ändern. Ein letzter Hinweis: Die Veranstaltungen tauchen nicht in dem Neuigkeitenbereich auf, wie die meisten anderen Veröffentlichungen. Das heißt, gibt es einen sehr wichtigen Hinweis, Termin etc., kannst du das auch gerne nochmal hier in dem Bereich veröffentlichen als Beitrag.